Das nächste Glanzstück wartet auch schon auf mich. Schöne Dinge kosten meist auch schön viel Geld. Aber das muss nicht sein, denn ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Und zwar in einem Eisenwarenladen. Das ist so ähnlich wie ein Baumarkt. Man findet tausend Sachen, wenn man gerne rumbastelt. Und das Tollste ist, man kann sogar Schmuckdesigner werden. Für meinen Armreif brauche ich einen Werkring, Schmucknietenstifte, Holzperlen, Isolierband, Fitschenringe und kleine Lampengewinderohre. Vor mir auf dem Tisch blinkt und glitzert schon wie bei einer Elster. Und ich mache ein ganz tolles Armband draus. Und das Teuerste ist wirklich dieser Werkring, der kostet 2 €. Alles andere sind Centbeträge. Zum Beispiel diese lustigen kleinen Fitschenringe, die glänzen auch so schön. Die kennt man ja von der Tür, die kommen dann in die Angel, um die Tür ein bisschen anzuheben. Oder ich habe hier so kleine Lampengewinde aus Messing. Die sehen halt auch toll aus, sind auch ganz glatt, obwohl sie so ein bisschen riffelig aussehen. Also da kann man sich auch gar nicht dran verletzen. Dann habe ich hier Holzkugeln und natürlich diese tollen Stifte. Und da baue ich mir nämlich so kleine Anhänger, die an das Armband kommen. Und mit den Perlen, also da kommt immer für mich dann erstmal eine große Holzperle drauf, dann ein Lampengewinde, dann eine kleine Perle. So. Und jetzt kommt das Schwierigste, aber auch das ist ganz leicht zu schaffen. Einfach oben den Niet mit der Zange biegen, dass so eine kleine runde Öse entsteht. So, zweites Mal. Und dann hätte ich auch schon meinen ersten Anhänger. Und man muss sich vorstellen, das ist ja das Armband. Das kommt nach hier so rum, ne, ums Armgelenk. Und da wird dann der Anhänger aufgefädelt. Jetzt kommen die Fitschenringe da drauf. Da kann man so viele da drauf tun, wie man möchte. Ich mache 8 Stück. 7, 8. Und dann käme jetzt der nächste Anhänger. Den bastle ich wieder aus Nietenstift, großer Holzperle, Lampengewinde und einer kleinen Holzperle. Danach mit der Bastelzange eine Öse aus dem Nietenstift drehen. Und jetzt können Sie vielleicht schon ahnen, wie es aussehen wird, weil hier kommt jetzt wieder ein toller Anhänger. Und es wird ein richtig tolles Schmuckstück, also es macht richtig was her. Es hat auch keiner, also man kann das ja individuell gestalten. Und das Tolle ist, es sieht nicht nur teuer aus, es blinkt auch so schön. Es hat ein bisschen einen afrikanischen Touch. Jetzt kommt der nächste Anhänger dran. Das Basteln hat für mich schon fast was Meditatives. Das fantasievolle Zusammenstellen des Armbands ist doch keine Arbeit, sondern pure Erholung. So, jetzt ist es schon fertig. Sieht doch toll aus. Aber damit, wenn man das Armband öffnet und wieder schließt, weil man kann es ja auch über so einen dicken Pulli drüber ziehen, damit es dann nicht auseinanderfällt und man alle Ringe verliert, bekommen die kleinen Ringe und die kleinen Anhänger jetzt noch einen Stopper. Und das mache ich mit Isolierband. Dann nehme ich auch rotes, weil das passt so hübsch zu den Perlchen. Und das wickel ich einfach. Also die kleinen Anhänger haben ja eine kleine Öse. Mit denen höre ich auf an dem Ring und davor wickel ich das Isolierband drumherum, weil dann können die nicht runterrutschen und halten somit auch die Ringe fest. Das Isolierband gibt es für sehr kleines Geld und in allen möglichen Farbvarianten. Daraus wickle ich kleine Stopper. Eine Seite ist jetzt schon befestigt, da kann nichts mehr runterrutschen und so schnell ist ein Armreifen gemacht. Und das auch fast ohne Werkzeug, aber keine Angst, gleich kommt noch großes Gerät zum Einsatz. Denn ich freue mich schon auf meinen Gast Alexander Wolf, mit dem werde ich richtig werkeln. Und zwar bauen wir ein Tower mit Power. Nun nur noch die zweite Seite mit Isolierband umtüdeln. Et voilà. So, da kann jetzt links und rechts nichts mehr wegrutschen. Jetzt schließe ich ihn. Und ich habe ein kleines Ärmchen. Das passt da durch. Sieht doch toll aus, oder? Für ein Leuchten am Handgelenk braucht es nur einen Werkring, Nietenstifte, Holzperlen, Isolierband, Fitschenringe und Lampengewinderöhrchen. Das Schmuckstück ist in nur 20 Minuten fertig.